Hallo, ich vertrete ja die Ansicht, dass es sich bei dieser Klima- und Corona-Geschichte um eine, wenn auch gigantische Art von Wissenschaftsbetrug handelt. Jetzt kommt das wahrscheinlich eigentlich in eine etwas steile Annahme vor, aber das nur, weil Sie keinen Wissenschaftsbetrug kennen und noch nie von einem gehört haben. Und da dachte ich, dann sollte ich vielleicht mal einen Fall von Wissenschaftsbetrug dokumentieren. Es ist natürlich gut dokumentiert mit Büchern unter anderem und x Artikeln in Wikipedia. Gruß an den Herrn Fühler, gibt es den natürlich nicht. Aber man doch vielleicht, man hat ja einen Schuldigen gefunden. Also es handelt sich um den Wissenschaftsbetrug, den man als Festkörperphysiker halt eben kennt, weil man davon ein bisschen betroffen war, wenn auch am Rande. Ich erzähle euch halt dann von dem Wissenschaftsbetrug, der am nächsten bei meiner wissenschaftlichen Tätigkeit lag. Und das ist derjenige von Jan-Hendrik Schön. Jan-Hendrik Schön wurde 1970 geboren. Sein Vater ist Deutscher, seine Mutter ist Österreicherin. Er hat 1997 die Dissertation in Konstanz bei einem Schweizer gemacht. Nicht, haben wir jetzt alle Länder da beteiligt. Und danach ist er als Postdoc zu den Bell Labs nach Amerika gegangen. Nun, Postdoc, das ist für die Industrie ein bisschen speziell, aber diese Bell Labs wie auch die IBM-Laboratorien in Rüschlikon waren damals nicht in angewandter Forschung, sondern in Grundlagenforschung tätig. Das gibt es ein bisschen weniger jetzt, also vor allem Rüschlikon hat die nicht angewandte Forschung rapide runtergefahren. Er hat dann im Jahr 2000 dann sofort 5 Publikationen in Science und 3 in Nature gemacht und 4 Publikationen in Science und 4 in Nature im darauffolgenden Jahr. Jetzt muss man wissen, also als Person macht man eigentlich eine Publikation pro Jahr und wenn dann 2 Mitautoren sind, gleich mit einem macht man 2 und wenn es 4 Mitautoren sind, dann macht man 4 Publikationen im Jahr. So ungefähr die Kadenz. Und was bei Schön auffällt, der hat immer in diesen Publikationen waren immer grundlagenbrechende, sensationelle Resultate, die er da präsentiert hat. Und hat damals dann gesprochen, ja, jetzt geht ein neuer Stern am Wissenschaftshimmel auf, dieser Hendrik Schön, das ist besser als Einstein und Isaac Newton und ja, in einem, ihr seht auch, er sieht ein sehr knuffiger Kerl da, der uns da auf diesem Bild da entgegenlächelt und ja, man hat dann auch schon besprochen, dass der dann bald einen Nobelpreis kriegt. Das wäre dann im Jahr 2002, 2003. Schaut, wer dort ihn übergekriegt hat. Das ist noch interessant. Und ja, und tatsächlich war er dann im Gespräch als Direktor von einem Max-Planck-Institut. Das ist eine sehr angesehene Position und zwar unter der auf Vorschlag von Klaus von Klitzing. Nicht, man muss die Personen immer nennen, nicht, dass die dann auch vergessen werden, die eine unrühmliche Rolle gespielt haben. Gut, der Mann hat ihm dann Preise gegeben, den Otto Klum Weber Bank Preis kenne ich jetzt wirklich nicht, aber dann den Outstanding Young Investigator Award nicht, das ist so Outstanding Young, das ist dann immer so Preise, die Leute kriegen, die man aus irgendwelchen Gründen hochjubeln will. Und dann war aber im Jahr 2002, war schön fertig, wie Trapattoni sagen würden, also seine Fälschungen wurden entdeckt. Meiner Meinung nach wurden die zu früh entdeckt, man hätte die erst entdecken sollen, als er schon wirklich den Nobelpreis erhalten hätte, weil dann hätte man gesehen, was dieser Preis eigentlich wert ist, nämlich nichts, außer natürlich für den Empfänger, weil 1 Million Euro lässt man nicht so leicht sich entgehen, das ist schon klar. Gut, also ja, man kann jetzt sagen, ja, da hat die Wissenschaft funktioniert, oder? Man hat da betrogen, ja schon gut, und man hat es entdeckt und dann den Fehler korrigiert, alles super Wissenschaft, alles peer-reviewed. Ja, wir haben jetzt Glück gehabt. Ne?
Ist das immer so? Ja, wahrscheinlich nicht, oder? Weil der hat einen Fehler gemacht, und zwar der Fehler, den er gemacht hat, ist, er hat etwas entdeckt, was zwar alle wollten, aber auch etwas, was man leicht widerlegen kann, seine Daten. Und er hat dann natürlich, wurde er entlarvt von jungen Wissenschaftlern, die das versucht haben nachzukochen, was er da gemacht hat, und daran kläglich gescheitert sind. Sonst wäre das nicht gegangen. Das ist auch nicht natürlich verknüpft mit irgendwelchen mit irgendwelchen Wissenschaftspolitikern. Das heißt, auch da hat er keinen Background gehabt. Gut, und jetzt vielleicht noch das letzte Kapitel. Also im Jahr 2004 hat die Universität Konstanz tatsächlich seinen Doktortitel aberkannt. Nicht bei den Deutschen, da geht das ruckzuck, zack, zack. Und da eine Satire-Nummer von Cabaret Rotstift zu zitieren, die sich ein bisschen über die Deutschen lustig macht. Ich verlinke die, das ist wirklich eine gute Nummer. Gut, jetzt sagt sie ja, Wissenschaftsbetrug, das tönt toll, das will ich auch. Und deswegen habe ich eine kurze Anleitung geschrieben, wie man erfolgreich Wissenschaftsbetrüger wird, und habe ich da ein paar Daten zusammengestellt. Also wie wird man das? Also man kann das machen zum Beispiel durch Substitution der Daten. Das heißt, man nimmt die Daten von einer Messung X und überträgt sie auf eine Messung Y. Und schau an, das macht man ja beim Klima so, oder? Ihr kennt da die wandernden Messstationen. Nicht da ist irgendwie 1880 ist die Messstation so alleine im Walde oder halt am Waldrand. Und im Jahr 2000 entdecken wir dieselbe Messstation in der Mitte der Stadt. Schaut nach über Urban Heat Effekt oder auch auf Flugplätzen. Die lieben es, diese Messstation sich auf Flugplätzen aufzuhalten. Vorzugsweise bei den Abflugpisten, da können sie sich hinter den Abflugpisten an den Abgasstrahlen der abhebenden Düsenjets erwärmen. Wenn ich eine Zukunftsvorhersage machen könnte, würde ich sagen, die Messstationen werden sich langfristig dann in Saunen niederlassen, und dann wird man hören, globale Erwärmung, die Durchschnittstemperatur ist auf 90 Grad Celsius angestiegen. Ja, das muss so sein. Also schauen Sie das nächste Mal, wenn Sie in der Sauna sitzen, ob eben Ihnen eine Messstation sitzt oder eine gut aussehende junge Dame mit relativ bescheidenem Frottee-Tuch. Also, ich fürchte, es wird die Messstation sein. Okay, gut, also das ist die Substitution. Dann gibt es noch diese unmögliche Präzision. Sie wissen, wenn man etwas misst. Messen ist eine mögliche Fehlerquelle, und noch schlimmer, wenn man misst, das ist mit Arbeit verbunden. Deswegen ist es besser, man generiert die Daten, die man braucht, gleich am Computer. Ja, das kennen wir von dem Klima und von Corona. Da kommt man gar nicht auf die Idee, was zu messen, sondern da macht man seine Modelle doch gleich am Computer. Wenn man diese Daten am Computer generiert, vor allem wenn man von nichts eine Ahnung hat, dann sind diese Messungen meistens viel zu genau, oder? Dann ist das Rauschen weg und die Ungenauigkeiten der Messapparatur. Und habe ich da ein kleines Beispiel von einer Arbeit von Jan-Hendrik Schön. Und da misst er den Meterstand von einem, was auch immer die Einheit ist, zu 10 hoch 30, also eine 1 mit 30 Nullen. Und das wunderschön auf einer Linie, oder? Keine Abweichung, nichts. Das ist sensationell. Und vor allem mal so eine typische Messung, oder? Die geht nicht über 10 hoch 30 Größenordnung, sondern die hat dann halt eben Faktor 10 oder Faktor 100 zwischen der kleinsten Messung und der größten Messung, oder? Das ist dann auch so. Klar. Und dann eben etwas, was Schön leider auch passiert ist. Er war ja dann erst 30 und ja, er war ein relativ fleißiger und kompetenter Student, muss man schon sagen. Aber er kannte natürlich nicht die ganze Physik und jedes blöde technische Detail von irgendwelchen Dingen. Und darum hat er oft falsche Vorhersagen gemacht bei Sachen, die damals schon bekannt waren. Und das ist dann, nenne ich jetzt einfach falsche Physik. Also sie haben da irgendwie etwas vergessen bei ihrer Generierung der Daten. Und das kennen wir ja auch vom Klima, wo die Physik völlig falsch ist. Man kennt es auch ein bisschen von Corona bereits, wo man dann halt eben auch irgendwie zwar weiß, was ein Virus ist, aber diese Corona, also die SARS-Viren von
Der Coronavirus, so ist doch richtig. Was ich zuerst sagte von Fledermäusen, sind halt auch nicht ganz so bekannt, wie man meint. Und dann wäre es halt gut, wenn man das Virus, das Covid-Virus, dann endlich vielleicht einmal sehen würde, nicht? Wenn mal jemand das Elektronmikroskop macht. Gut, aber trotzdem, also auch wenn Sie sich da als Wissenschaftsbetrüger versuchen, so gut wie schön werden Sie nicht sein, das kann ich Ihnen jetzt schon voraussagen. Also schön hatte 9 Substitutionen, 9-mal unmögliche Präzision, Entschuldigung, und 6-mal physikalische Fehler, sind sicher noch mehr physikalische Fehler. Das wurde schon ein halbes Jahr nach der Bekanntgabe seiner Dings von einer Kommission festgestellt und in einem Report veröffentlicht. Und das in nicht mal 2 Jahren. Das ist nicht zu schlagen. Ja, gut, okay. Oder wenn wir jetzt mit schön so einem hervorragenden Wissenschaftsbetrüger haben, wollen wir sicherlich wissen, was aus dem geworden ist. Nein, man weiß es nicht. Er ist verschwunden und er hat auch immer gesagt, also er hätte richtig gemessen, also dass das stimme, was er da gemacht hat. Ja. Wir wissen es nicht. Ich habe danach ein Gerücht gehört, dass er eine gute, also dass eine gut bezahlte Stelle bei einer Bank war. Wobei das weiß ich nicht, kann ich nicht bestätigen. Es war damals, die Banken waren nicht so beliebt im Jahr 2000 unter uns Akademikern, auch wegen der bekannten Peanuts-Affäre. Da muss ich dann vielleicht auch verlinken. Und dann hat man dann halt eben den Banken dann den Herrn schön unterjubeln können. Ich habe dazu eine Geschichte, damit ich auch ein bisschen passt auch zum Thema Wissenschaftsbetrug und wie so einer entsteht. Und zwar, als ich in der Schule ging, da gab es diesen bösen, bösen Idi Amin. Der soll Diktator von Uganda gewesen sein, ganz ein schlimmer, nicht? Der hat seine Gegner irgendwie umgebracht und ja, soll es geben. Man hat irgendwie so die Reihenfolge irgendwie. Nero, Adolf Hitler und dann Idi Amin, so etwa hat man sich das vorgestellt. Und wir mussten damals, ich war da in dem 8. Schuljahr, mussten wir über diesen Herrn recherchieren, einen kleinen Vortrag machen. Und dann saß ich da mit meinem Banknachbarn Roger und die Lilo war dabei und die Doris, also zwei Mädchen und zwei Knaben. Und wir haben da den Vortrag vorbereitet und unsere Aufgabe war irgendwie die Vorgeschichte von Idi Amin, also seine Jugendjahre zu recherchieren. Und dann hat, ich glaube, Roger oder was Lilo, ich weiß nicht, jemand hat gesagt von uns, also der war ganz sicher Soldat in jungen Jahren. Dann haben wir das recherchiert, damals gab es ja noch kein Google oder so, also wir hatten da schon ziemlichen Aufwand, das zu recherchieren und tatsächlich, der war in der britischen Armee, also ich habe es dann in einem Artikel gefunden, stimmt. Und dann hat da die Lido hat das fleißig aufgeschrieben und dann habe ich so halb als Scherz, als Blöder, habe ich gesagt, ja, der war dann sicherlich auch Lastwagenfahrer, weil Lastwagenfahrer sind ja furchtbar dick und das war damals so nicht. Lastwagenfahrer waren dick, die hatten sitzende Tätigkeiten, haben sich da in diesen Autobahnraststätten ernährt. Heute ja, weiß man das ein bisschen mehr, hat ein bisschen mehr Fitness, da machen sie Ausgleichssport, ist nicht so schlimm. Also damals in den 80er Jahren war das ganz extrem. Also wenn jemand ganz dick war, dann war es garantiert ein Lastwagenfahrer. Und Lilo, ja, hat das fleißig mitgeschrieben und nicht mehr recherchiert. Und dann kam es dann halt dazu, haben wir unseren Vortrag gehalten, nicht? Und dann hat einmal da vorgelesen davon, dann hat sie gesagt, ja, Idi Amin da in jungen Jahren da irgendwo aufgewachsen, weiß nicht mehr wo, und danach war er der britischen Armee und Lastwagenfahrer. Und so ist dann der Lastwagenfahrer Idi Amin sozusagen in die Dokumentation dieser Schule gekommen und das war sozusagen mein Beitrag zum Wissenschaftsbetrug. Ich weiß jetzt nicht, ob Idi Amin wirklich Lastwagenfahrer war oder ob ich das frei erfunden habe. Er könnte das ja nachrecherchieren. Also, wenn euch das interessiert. Gut, also, das war der Lastwagenfahrer, Yamin. Dann, was ist aus den Linienvorgesetzten geworden? Also, der Linienvorgesetzte, der direkte, das war Bertram Badlock, der ist an der ETH Professix geworden. Und zwar war er schon, als er diese, also schon im letzten Jahr von Schöns Tätigkeit, oder den letzten 2 Jahre sogar, in Bell Labs war er halt schon auf der Suche nach dieser Professur und war dann auch häufig in Zürich und ist dann immer so mit hocherhobenem Kopf durch die Gegend gelaufen und hat sich dann im Licht der schönen Entdeckungen gesonnt. Und ich dachte noch, was ist das für ein blödes Arschloch, dieser Badlock, das ist unglaublich. Und tatsächlich hat er sich immer davon
ja, das hat immer versucht zu profitieren und hat dann auch wahrscheinlich schon mit dem Nobelpreis gerechnet. Und dann ist er wirklich Professor geworden an der ETH. Dann kam raus, dass da das mit dem Schön nicht stimmt. Und dann weiß ich noch, da gab es keine Reaktion von der ETH. Da würde man ja erwarten, ja, dann entlässt man diesen Professor, weil er hatte seine Aufsichtspflicht als Professor auf extreme Art und Weise vernachlässigt. Nein, und glaube ein bisschen aus der Forschung rausgenommen und speziell Lustiger hat dann über die Ethik der Forschung gelehrt. Vielleicht noch etwas zu den Linienvorgesetzten. Ich hatte dann im Nachhinein auch meinem Linienvorgesetzten der Forschung einen kleinen Disput. Und zwar war später, schon auch in diesem Zusammenhang, gab es diesen Fall mit der Frau Manning und Abu Ghraib. Sie kennen das, dieses Gefängnis. Und Frau Manning hat, so wurde uns jedenfalls berichtet, hat dann mit den Kriegsgefangenen Sachen gemacht, die man mit Kriegsgefangenen nicht tut und auch mit anderen Personen nicht. Ich habe dann zu meinem Linienvorgesetzten gesagt, ja, aber diese Manning, das ist private, das ist Soldat, ein Soldat hat null Verantwortung. Verantwortlich sind Staff People, also Unteroffiziere und vor allem natürlich die Offiziere dieser Mann. Und da mein Staff-Vorgesetzter in der Schweizer Armee auch Offizier war, war der ziemlich verschnupft über diese Aufgabe. Allerdings lernt man in der Schweizer Armee die drei Ks. Das erste K heißt kommandieren, das zweite K heißt kontrollieren und das dritte K heißt korrigieren. Das heißt, Sie müssen Ihren Untergebenen, oder ich war ja nicht Offizier, aber ich weiß, was ein Offizier macht, weil ich mit diesen Pappnasen die ganze Zeit zu tun hatte. Sie müssen da sozusagen die Idee dem Soldaten geben, sich kommandieren. Ich sage immer Idee geben, weil kommandieren ist schlecht. Sie müssen dem Soldaten erklären. Ihr könnt nicht auch noch eine Geschichte von der Armee erzählen, aber jetzt ist es blöd, ja, jetzt habt ihr genug Armee gehört. Ihr müsst dem Soldaten erklären, um was es geht und wie man das machen könnte oder vielleicht mal selber vorschlagen. Danach schauen sie zu und also kontrollieren und sagen, ja, ich habe da noch eine Idee und das ist das Korrigieren. Oder? Das ist die informelle Führung, so wie ich sie mir vorstelle. Also die Untergebenen müssen wissen, um was es geht. Ich habe immer so geführt, ist nie angekommen, muss ich ehrlicherweise sagen, aber ich habe das nie korrigiert. Das ist wirklich die Art und Weise, wie man führt und andere Sachen muss ich gar nicht diskutieren. Gut, also, auch Hobby-Offizier und war dann halt eben ein bisschen verschnupft über diese Ansicht. Und dazu muss man noch eine zweite Ergänzung machen. Also in der Schweizer Armee, in der Schweiz waren ja früher waren alle dienstpflichtig. Schweizer Armee, wenn sie an Zivilen bevormundet sind, also nicht mehr, auch nicht mehr rechtsfähig, oder, dann können sie ihren Militärdienst machen ohne größere Probleme. Wenn sie aber dann hierarchisch so hoch sind wie ein Korporal, also der tiefste Unteroffiziersgrad oder halt noch höher, dann reicht es bereits, also dann wird Diskussion los, wenn sie bevormundet werden, zack, raus aus der Armee. Und also das ist auch so eine Sache. Das ist ein bisschen heikel, weil als gewöhnlicher Soldat in der Schweizer Armee haben sie auch Fachverantwortung, wie zum Beispiel als Motorfahrer. Ich war meistens als Motorfahrer unterwegs, weil Laufen war nicht so meine Stärke. Ja, Autofahren auch nicht. Und hat dann trotzdem das kleinere Übel genommen. Und da sind unsere Vorgesetzten, und waren dann eben nicht mehr in derselben Kommandolinie, dann waren dann die Motorfahreroffiziere und die Motorfahrunteroffiziere unsere Kommandanten. Ja, aber immer gesagt, ihr Motorfahrer habt eigene Kompetenzen und eigene Verantwortungen und wir entschieden zum Beispiel, ob ein entsprechender Befehl, ein Fahrauftrag, wie der hieß, ausführbar war oder nicht. Ist sowieso so, dass diese Motorfahrzeuge im Militär, die wir hatten, die waren ein bisschen bedenklich von der Qualität her. Also Bremsen waren meistens ein bisschen speziell, sagen wir es mal so. ABS haben die sowieso nie gekannt, hat man durch geschicktes Bremsen gemacht. Und da vor allem die Pneus waren meiner Meinung nach nicht mehr ganz zulässig. Gut, also, das ist genug Militär. Also ich habe dann bei Bertram Badlock da sein Wikipedia-Artikel, das war schon 2005, versucht, den Realitäten anzupassen und schau an, der wurde dann natürlich korrigiert und seither habe ich nie mehr was gemacht für Wikipedia. Ich glaube, das hat keinen Wert, mit denen etwas zu tun. Die Bell Labs gibt es heute noch, also das ist sicherlich so. Jetzt sagen Sie, okay, den Wissenschaftsbetrug, wir haben ja jetzt erledigt, aber was lernt man daraus? Oder sagen wir eben kontrollieren und dann korrigieren. Also jetzt kommt das dritte K, der Schweizer Armee, das Korrigier-K. Ja, also erstmal, wir müssen verstehen und
beobachten. Also Wissenschaftsbetrug ist keine Sache der Privatindustrie. Also das gibt es dort nicht in dem Sinne. Es gibt andere Probleme, auf die wir jetzt nicht eingehen. Und das Beispiel habe ich da mit dem Bäcker und ich, oder? Also dem Bäcker, der mich heruntergefahren hat, dann an der Uni seinerzeit in Bonn. Ich bin immer am Morgen 4:30 auf dem Weg zur Universität gewesen, weil ich bin ein Morgenarbeiter, nicht ein Abendarbeiter. Das ist einfach eine persönliche Sache. Und der hat mich dann immer aufgelesen und dann vor seiner Bäckerei ja ausgesetzt, hatte die Bäckerei nahe der Uni und dann bin ich gelaufen. Also der hat sicherlich keinen Betrug gemacht, da bin ich sicher, den guten Kollegen. Und das ist also wirklich nicht so. Jetzt, mein Twitter-Freund Donald, nicht, der würde sagen, das ist ein Problem des Abgrundstaates, also des Deep States, oder wie man auch sagen könnte, das ist der Mob der Staatsangestellten, die an Wissenschaftsbetrügereien beteiligt sind. Gut, also, was schlage ich als Maßnahme vor? Also Nature und Science sind keine Wissenschaftsmagazine. Das muss man jetzt endlich mal verstehen. Die haben Werbung und deren Editorial Policy, also deren Editierungsarbeiten, die sind einfach weit weg von vernünftiger Wissenschaft. Also die Arbeiten können sie praktisch fortwerfen, wenn sie die lesen. Also sie können Freude daran haben, sowas zu lesen. Ich nenne es jetzt Science Porn, oder? Also das ist ein bisschen der beste Vergleich, den ich einem da einfällt. Also das Spektrum der Wissenschaft, habe ich auch schon gelästert über diese Zeitschrift, das ist dann halt Science Soft Porn, oder? Das ist auch völlig schwachsinnig. Gut, das zweite, das Hauptproblem, oder? Schön war da temporär angestellt im Bell Labs. Das heißt, er musste Daten generieren. Er hat dann beschlossen, das durch Betrug zu machen. Und im Prinzip hat er ja recht. Er hat publiziert im Peer-Reviewed Journal. Und das war von ihm verlangt worden. Hat er einfach morallos, oder hat er beschissen und halt so, dass man ihn entdeckt hat. Oder das Wichtigste beim Wissenschaftsbetrug ist ja, weil bei jedem Betrug, man darf nicht entdeckt werden. Klar. Und das kann man verhindern, indem man da die Wissenschaftler in Zukunft vernünftig anstellt, und dazu müssen die Professorenstellen finanziell runtergedreht werden. Weil dann haben wir auch keinen Badlock, oder? Also dann wird jemand Wissenschaften machen und Professuren machen, der interessiert ist an der Wissenschaft und sagt, ja, kriege eine tolle verbeamtete Position, schlecht bezahlt, also ich werde Mühe haben, meine Familie durchzubringen und ich kann nicht jedes Jahr in die Malediven, die Ferien fliegen, das könnt ihr eben jetzt sowieso nicht, wegen dem Covid, also, gut, also. Es hat an Betriebswirtschaften gibt es ja die Regel nicht, there is no free lunch. Und der Free Lunch ist eben dann diese Position als Wissenschaftler, aber der ist nicht gratis. Also der Lunch ist da aber nicht ganz free. Und so muss es sein. Und so war es auch im alten Preußen, nur so nebenbei bemerkt. Also die alten preußischen Professoren waren schlecht bezahlt und hatten ein hohes Ansehen. Es gab auch wenige, jetzt müssten wir mehr haben. Ja, eben, es gibt dann viel mehr Professoren, weil wenn man ihnen weniger zahlt, kann man auch mehr anstellen. So ist das nun mal. Und dann, wenn man mehr anstellen kann, dann muss man ihnen auch, haben sie auch weniger Lehrverpflichtung, weil es hat ja mehr, oder? Die können ja ihre Vorlesungen aufteilen. Dann ist man ähnlich wie beim MP. Hört auf, Tenure-Track-Positions zu machen. Das ist das Letzte, das ist das Allerletzte. Da als Tenure-Track-Assistenzprofessor müssen Sie innerhalb ein, zwei Jahren Ihren Quatsch produzieren. Und jetzt, Entschuldigung, das kann bei ganz einfachen Experimenten, also in der Chemie, wenn Sie eine neue Forschungsrichtung mit neuen Synthesemethoden haben, dann kriegen Sie in ein, zwei Jahren eine gute Publikation und können Sie darauf habilitieren. Aber normale Forschung geht länger. Mathematik, muss ich sagen, wenn Sie nicht 5, 6 Jahre ungestört arbeiten können, können Sie es vergessen, etwas Vernünftiges zu produzieren. Das wäre gerade Zufall. Das gibt es natürlich, dass Sie da gerade auf das Richtige kommen. Chemie ist es ähnlich, also kann ich auch sagen. Physik, gut, da kommt es darauf an, wenn Sie da beim CERN schaffen, dann sind Sie in einer Gruppe, da sind Sie relativ schnell und speditiv, das ist so. Aber auch in der Chemie und in anderen Physiken auch, da hat es länger. Also eben gerade Mathematik sieht man das, also mindestens zwischen 0 und 5 Jahren muss also etwas, so viel Zeit muss sein. Sieht man ja auch bei den Dissertationen, da geht es 4 Jahre. Also vielleicht bei mir, also kann ich auch schauen, wie lang es ging bei mir. Ja, ich habe ein Jahr gespielt und hatte dann das Glück, dass ich meinen Durchbruch im zweiten Jahr gehabt habe. Also, aber das ist ein Zufall. Also das hätte auch dem dritten oder vierten Jahr. Also bei mir hätten 2 Jahre gereicht. Also, bemerkt.
Aber eben, Zufall. Ja, die Universitäten. Ja, es gibt ja diese Bildungsdirektoren, die meinen, es sei irgendwie dann die Schule, dann den Kindergarten, Kindertagesstätten und das Ende dann in den genialen Universitäten. Nun, eine Universität, die ist Lehre und Forschung. Eben Forschung, nicht Lehre. Und deswegen sind die Universitäten den Innenministerien zu unterstellen, die sind eher darauf vorbereitet, mit solchen produktiven und halt auch kontrollierten Sachen umzugehen, wie zum Beispiel der Polizei. Nicht Forschung Polizei, das ist auch Kontrolle und Arbeiten und haben auch den Vorteil, dass die ganze Forensik natürlich hat man dann mit zusammen mit der Universität. Dass das gut geht, sieht man ja an den Bundeswehruniversitäten. Von den Bundeswehruniversitäten hört man nicht viel Schlechtes. Ich kenne sehr gute Arbeiten von den Bundeswehruniversitäten. Wenn ich jetzt Deutscher wäre und dann einen Dienst gemacht hätte, das wäre eine interessante Stelle. Also hallo, habt ihr eine Stelle für mich über Bundeswehruniversitäten? Ich komme sofort. Ja gut, also und der zweite ist natürlich mit diesen Universitäten, es gibt dann immer noch diese Ex-DDR-Institute, das Klimafolgenforschungsinstitut ist, glaube ich, auch irgendwie abgeleitet aus einem DDR-Institut. Serco, ich weiß ich nicht mehr so genau, aber ich vermute, das ist auch ein DDR-Überbleibsel, schafft diesen Scheiß endlich ab, oder? Also wir haben dann gewusst, also in der guten alten Zeit des Kalten Krieges, also hat man verdienten Parteifunktionen in der DDR hat man da diesen hat man dann irgendwie in den Chemieforschungsinstitut hingestellt und hatten die irgendwie einen wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts XY und dann wusste man, der hat von Fach, also eben Chemie jetzt in dem Fall, ich weiß einen konkreten Fall, ich nenne dich nicht übernenne, das ist ja nicht nötig, der hat jetzt einfach Chemie, keine Ahnung, wir wussten, dass ein guter Parteifunktionär hat zahlt diesen Posten, naja, konnten wir damit leben, Hauptsache wir mussten ihn nicht anschauen. Okay, also, aber das können Sie jetzt nicht bringen da. Jetzt gibt es keinen Kommunismus mehr, oder? Das ist vorbei. Gut, also abschaffen. Dann mehr Bücher. Oder schreibt als Wissenschaftler muss man doch auch Bücher schreiben. Man kann auch YouTube-Videos machen, wie ich, oder? Da muss man, können die Leute statt Meiling, ja gut, ich sehe jetzt nicht so gut aus wie Meiling, aber sehe wenigstens so gut aus wie der Herr Lesch. Ich habe auf jeden Fall viel mehr Haare, oder? Dann hat man dann ein bisschen verbreiterte Sachen. Es gibt auch gute YouTube-Videos, also neben meinen und weniger Peer-Reviewed Papers. Und vor allem nicht Science und Nature. Gut. Das Niveau der Wissenschaftsausbildungen an Schulen ist ein altes diskutiertes Problem. Die ist schlecht, das ist tatsächlich so. Und die ist meiner Meinung nach schlecht, weil sie komplett politisiert ist. Oder Sie sehen das daran, indem Sie schauen, was wählen die Lehrer. Jetzt wählt die Mehrheit der Lehrer links-grün, also rot-grün, Entschuldigung. Das kann gar nicht sein. Jetzt, ich höre in Deutschland immer, ja, das sei, wir haben in der Schweiz ein anderes System, das sei deswegen so, weil die Lehrer da mit dem Lehramtsstudium nehmen dann nur die Dümmeren. Nein, das ist natürlich nicht so. Also das Lehramt hat seine Vorteile und es gibt Leute, die dann das Studium wählen. Das sind nicht die schlechteren Wissenschaftler, die Lehramtsstudenten, das ist Quatsch. Aber sie werden offensichtlich, das ist, sieht man, wenn die politisch derartig einseitig sind, nachher was rauskommt, da ist offensichtlich ein Wurm in der Selektion drin. Ich weiß schon, wo der Wurm ist, aber lassen wir das. Also das stimmt offensichtlich nicht. Also da muss man auch etwas tun, dass die Ausbildung an den Gymnasien etwas besser wird. Okay, also das war's soweit. Jetzt, es gibt für Leute, die Englisch können, gibt es ein gutes Buch. Das ist Plastik Fantastik von E.S. Reich, das kriegen Sie im Internet, da müssen Sie es nicht kaufen. Und Herr Nettelsen, also Professor Nettelsen, hat zur selben Zeit wie Herr Schön in Bell Lab gearbeitet, auch als Postdoc, vielleicht ein Jahr später, glaube ich, so ungefähr, und kannte diesen Fall und hat einen sehr, sehr genauen Report über diese Sache geliefert. Und seine Einschätzung von Herrn Batlock und meine, die decken sich 1:1. Okay, also das wäre der Schluss. Und damit möchte ich diesen Wissenschaftsbetrug beenden. Vergesst nicht, mich unten zu liken. Ihr kennt das, diesen Aufruf. Und vor allem, also ich habe jetzt einen Wissenschaftsbetrug dargestellt, der mir nahe ist. Falls noch jemand etwas wissen will über den Wissenschaftsbetrug, dann arbeite ich daran. Ich muss ja sowieso noch einmal etwas sagen zum Thema flache Erde. Das ist ja interessant, dieses Video hat am meisten Zuhörer und ganz viele Dislikes.
Ich weiß auch nicht genau warum, weil ich habe ja nicht mal Stellung genommen, ob die Erde flach ist oder rund, sondern ich habe lediglich kritisiert, dass die meisten Beweise für die runde Erde, also eben also Beweis in Anführungs- und Schlusszeichen, für die runde Anführungs- und Schlusszeichen, weil ich müsste sagen, kugelförmige Erde eben doch nicht ganz so einfach sind. Einer ist übrigens ganz gut reinwand gekommen, muss ich dann auch noch behandeln. Und dann müssen wir eben dann mal anschauen, was ist der Effekt der Erdrotation auf die Gravitationskonstante. Also auf die Gravitationskonstante kein Effekt, aber was hat es für einen Effekt, dass die Erdrotation auf die Messung der Erdbeschleunigung. Das ist nämlich ganz interessant, kann man genau rechnen. Das ist ein tolles Experiment, das man machen könnte. Ich habe es nicht gesehen, aber man kann es sicherlich machen. Also die Armee hat das ganz sicherlich gemacht. Also die US Air Force könnte einem da helfen, wenn sie möchte. Aber die helfen einem eher selten, nehme ich da mal an. Und, ja, können sich auch melden bei mir natürlich. Und da gab es noch was zur flachen Erde, was ich machen wollte. Ah ja, natürlich, das Mach-Prinzip. Der Herr Unziker, also Herr Unziker hat da etwas dazu gesagt. Ich werde vielleicht auch noch etwas zum Mach-Prinzip sagen. Das ist ganz wichtig, ist für mich eigentlich der zentrale Punkt der ganzen Astronomie, Astrophysik. Da muss man sagen, und da ist auch mehr Fragen als Antworten, die ich da zum Mach-Prinzip sagen kann. Also das Mach-Prinzip stammt von Ernst Mach, und Ernst Mach ist der Pate von Wolfgang Pauli. He? Gut, das hat nichts mit dem Mach-Prinzip zu tun, aber ist eine exzentrische kleine Nebenwirkung für Nice to Know. He? Okay, bis dann. Jetzt habe ich, glaube ich, genug gequasselt. Dann bis auf Wiederhören.